Hallo und grüß euch Garten- und Werkeln-Fans, gell? So nicht. Weil es geht nämlich so. Guten Morgen, liebe Garten- und Werkeln-Fans. Willkommen zu dieser neuen Ausgabe dieses hervorragenden Gartenmagazins. War ja gut, oder? Ist wurscht. Guten Morgen, liebe Garten- und Werkeln-Fans. Ihr fragt euch jetzt sicher, was wir da tun. Das ist der Manfred vom Raumann-Kanal und wir zeigen euch heute, wie man mit einem Freischneider, einer Motorsense oder einem Trimmer, das ist der mit der Schnur, umgeht. Was besser oder was schneller ist? Ja, ich bin ja der Meinung, dass die Motorsensen, also das mit dem Schwert, einmal das Optimum ist. Ja, das werden wir sehen, ne? Und der Hintergrund von dem Ganzen ist das, wir zwar sind uns nicht wirklich einig, was jetzt das Bessere ist. Wir machen jetzt einmal ein Frühstück. Wir melden uns in Kürze. Ich bin ja eher für Motorsense, weil mit dem bist du erstens schneller, kannst mehr niedermachen und cooler ist auch. Aber wir werden den jungen Mann eines Besseren belehren und klapper. Was wird das jetzt? Was hast du jetzt gefilmt? Habt ihr gesehen, was der gefilmt hat? Starten wir, ne? Hey, Freund, ist eine Uhr oder nicht? Was? Schau es an, du bist auf der Sommerfrische. Wir gehen jetzt arbeiten. Wenn du schon mit einer Sense arbeiten willst, brauchst du einen Gehörschutz, eine Schutzbrille und eine Handschuhe. Gut. Jetzt zieh da lange Hosen an und mach deine Schuhe zu. Fix nochmal. Naja, bemühen tut er sich aber wenigstens. Das wäre mal der Trimmer, in dem Fall doppelt von 2 mm, Spulenmagazin. Trimmer unterscheidet sich hauptsächlich von der Sense durch den gebogenen Schaft und dass man kein Messer montieren kann. Man sollte auch immer wieder die gleichen Fadenstärke aufgeben, was der Hersteller vorschreibt, weil es sonst Probleme mit der Fadennachführung geben kann. Wenn er sich abschneidet, mit dem Druckknopf einfach nachgelenkt werden kann. Der Trimmer ist ein Zweitakter mit einem 1:50 Gemisch. Zweitakter hat den Vorteil, dass ich in jeder Lage und in jeder Stellung mit ihm arbeiten kann, ohne die Schmierung zu verlieren. Das ist die Motorsense, in diesem Fall ausgestattet mit einem Messer. Bevor man das Ganze ausstartet, braucht der Vergaser ein bisschen an Sprit und für das gibt es auf die meisten Geräte so Pumpen. Die pumpt man 3 bis 5 Mal. Und dann sollte das Ganze auch leichter angehen. Und bevor wir mit der Motorsense anfangen können, brauchen wir das Tragegerüst dazu. Das schaut so aus, ich schlupfe es da einfach rein. Da gibt es ein Verbindungssystem dazu. Da gibt es einen Bolzen, Verstellmöglichkeiten auf der anderen Seite vom Tragegurt, dazugehörige Sicherungsplatten, einen Sicherungsstift und das funktioniert so. Der linke und der rechte Teil wird zusammengemacht, Sicherungsplatten drüber, Stift rein, bis er aussteht und damit hält das normalerweise. Und im Notfall schnell entfernt werden kann. Das Tragegerüst haben wir auch zusammen richtig. Das hat den Vorteil, dass man mit dem Tragegerüst und mit der Sense ergonomisch arbeiten kann. Das Ganze schaut so aus. Für das gibt es so einen Einhängehaken. Der wird auf die richtige Höhe bei der Sense eingehängt. Man sagt so, wenn die Sense frei schwingt, soll sie gerade nicht den Boden berühren fahren. Dann sollte das passen. Ob es wahr ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Es funktioniert nicht schlecht. Es funktioniert aber auch, wenn sie ein Loch auf oder oben stellt, je nachdem, wie viel Kraft ihr habt und wie ergonomisch ihr arbeiten wollt. Bevor wir anfangen können mit den Motorsensen, braucht man eine gescheite Schutzausrüstung. Zumindest. Eine Brühe, Arbeitsschutzbrühe, keine ganz billigen, es müssen auch keine ganz teuren sein. Wichtig ist nur, dass die Augen geschützt sind. Weil wenn euch was ins Auge reinfliegt, das ist wie ein Geschoss. Und wenn das Auge hier ist, dann ist es hier. Das will keiner. Wo
Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Handsch und einen Gehörschutz. Ich verwende da Arbeitsschutzhandsch. Die haben Gumminoppen auf der Handfläche, da rutscht nicht an, wenn es nass ist oder wenn du feuchte Sachen angreifen musst. Die sind luftdurchlässig, da schwitzt man nicht so drinnen, liegen auf wie eine zweite Haut. Passt genau. Und noch ganz wichtig, fast am wichtigsten auch, ist ein gescheiter Gehörschutz. Ich habe da einen Kapselgehörschutz, den tust du auf und das Ding passt. Ihr könnt auch die Stöpsel nehmen. Da müsst ihr halt zuerst zusammendrucken, aufpassen, einstecken. Aber die Stöpsel ist so, je nachdem wie kalt oder wie warm das ist, gehen schneller zusammen zum Zusammendrucken rein, dann gehen sie auf oder gehen nicht auf. Je nachdem wie oft ihr schon gebraucht habt. Und wenn sie dreckig sind oder hin sind, könnt ihr es weghauen. Beim Kapselgehörschutz ist es so, wenn ich brauche, setze ich ihn auf. Überhaupt kein Thema. Wenn ich nicht brauche, tue ich ihn runter, gibt kein Müll. Passt genau. Und jetzt können wir es auch gehen. Und wie das Ding dann gewartet wird, dass es dann leichter anspringt, zeige ich euch in einem anderen Video. Sogar jetzt, ne? Das hätte ich schon brauchen können. Mit den Motorspielzeugen. Die machen nur Lärm und wenn sie keinen Sprit haben, können sie nichts mehr tun. Da bleibe ich lieber bei meiner Handsensen, die funktioniert. Und weil es heute eh schon schlecht geht zum Sensen, setze ich mich in Schotten und trinke ein Bier und schaue einer beim Arbeiten zu. Und damit du keinen Blödsinn machst, setze ich mich dazu. Und pass auf. Also wir machen jetzt einmal einen kurzen Vergleich zwischen Trimmer und Sensen. Das ist Trimmer, relativ fein im Vergleich zu der Sensen, was das Ganze dafür her größer abschneidet. Ne? Aber dafür ist man mit dem Freischneider wesentlich schneller, wenn man mehr Fläche zum Mähen hat. Der Trimmer mäht aber sehr viel feiner. Die Sachen vom Trimmer sind schon verrottet, dort liegt es noch immer herum. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da noch eine Fortsetzung gibt. Falls man während die Kommentare schreibt, ob ich ein Video machen, wenn man seine Rosen, seine Wiesen schneidet, das kann er vergessen. Du verlierst das jetzt schon auf dem Kaffee? So, brechen wir noch zusammen, ne? Martin, was dich? Dein Kanal, dein Rechen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, gell? Was ist? Hallo? Der haut einfach an. Hey. Wirst da bleiben? Ja, moderier du einmal. Nein, das ja, mach du. Das nein, mach jetzt mal. Du, jetzt fang das ist, du musst ja, anfangen. Ich hab schon eine Idee. Weiter, fang auf. Ja, nein, du. Du sagst und ich halte ins Wort. Hallo und grüß euch. Das war's schon wieder. Lauft jetzt schon wieder? Ja, ich sag euch, ich habe einen Raum eingeräumt. Hallo liebe Garten und Werkfans. Es ist ja unglaublich. Das heißt, das werden wir sehen. Jetzt echt nicht alles so. Das ist so scheiß. Das ist ja alles verstellt da. Das ist scheiß. Ja. Aber dafür. Nein. Aber dafür ist man. Cut! Martin, die dritte. Ja, genau. Jetzt. Können wir den nicht auch anders mal leiten?